Guten Tag, ich bin Uwe Matthias Müller und ich freue mich heute, Sie zu einer neuen Ausgabe des DTalk bei dnews24 begrüßen zu dürfen. Bei mir ist Professor Henrik Müller. Herr Müller ist Leiter des Wirtschaftsjournalistischen Instituts bei der TU Dortmund. Herzlich willkommen, Herr Professor Müller. Hallo, guten Tag. Herr Professor Müller, Sie bilden Studenten aus in der Wirtschaftsjournalistik und ich frage mich, warum die nicht mehr über den demografischen Wandel in Deutschland schreiben. Ja, ich bin mir da gar nicht so sicher, wie viel Sie dann tatsächlich darüber schreiben in Ihrer Berufspraxis. Aber natürlich ist es schon so, das ist ein ja sehr langfristiger Trend, der uns ja auch schon hier bei uns im Land auch schon seit vielen Jahren begleitet. Also solange ich schon im Wirtschaftsjournalismus tätig war, ist immer das Thema Rentenreform eins. Darin spiegelt sich das ja, Pflege, Versicherung und so weiter. Das sind alles Themen, die uns seit den 80er, aber auch 90er Jahren irgendwie begleiten. Und es ist ja oft so bei solchen Themen, die sich so schleichend entwickeln, die sind eben manchmal nicht ganz so leicht in die Nachrichten zu bringen. Und dementsprechend tritt dann dieses größere Thema dieser demografischen Wende dann doch tendenziell in den Hintergrund, auch in der Berichterstattung. Sie sind ja nicht nur Forschender und Lehrender, Sie sind auch Praktiker. Sie veröffentlichen im Spiegel regelmäßig eine Kolumne und in der letzten gab es den Titel Peak Power Syndrome. Und da haben Sie den demografischen Wandel in verschiedenen Teilen der Welt in einen politischen und militärischen Kontext gestellt und haben eine interessante Analyse, wie ich fand, interessante Analyse angestellt, warum Putin am 24. Februar die Ukraine angegriffen hat. Wollen Sie uns das Peak Power Syndrom kurz erklären? Ja, also das genaue Datum und das genaue Jahr des Angriffs auf die Ukraine, das würde ich mir nicht anmaßen, sozusagen das zu erklären. Das weiß nur Putin selber wahrscheinlich. Worum es hier geht, ist, dass wir es gerade bei Russland, aber auch bei China mit Staaten zu tun haben und Führern zu tun haben, die eine expansionistische Politik verfolgen. Das heißt, sie sind sehr darauf angewiesen, Machtmittel zur Verfügung zu haben. Und das heißt, es geht um militärische Macht, aber es geht auch um wirtschaftliche Macht und um wirtschaftliche Dynamik. Und die hängt eben stark, also beides hängt stark ab von der demografischen Entwicklung. Und wenn man sich die Alterung und inzwischen auch Schrumpfung, jedenfalls der Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter in beiden Ländern anschaut, dann sind die Aussichten nicht besonders gut. Es ist wahr, es gibt auch natürlich eine Menge westlicher Länder, auch gerade EU-Länder in Südeuropa, insbesondere aber auch in Osteuropa, die vor großen demografischen Problemen stehen. Aber diese Probleme lassen sich managen. Das erleben wir ja bei uns, auch in der innenpolitischen Debatte, in der Sozialpolitik. Politischen, wirtschaftspolitischen Debatte. Das ist ein langsamer Prozess und auf den kann man sich einstellen. Es gibt Verteilungskämpfe und so weiter. Aber diese Länder, wenn sie sozusagen expansionistisch eingestellt sind, ausgerichtet sind und eigentlich Imperien errichten wollen, und wenn sie Putins Text, den er da im vorletzten Sommer veröffentlicht hat, in dem er der Ukraine das Existenzrecht abspricht, lesen, dann sehen sie, dass er sozusagen in demografischen Kategorien denkt. Und dementsprechend steht er vor der Situation, seine Erwerbsbevölkerung, also die Bevölkerung so ungefähr im Alter zwischen 15 und 64 Jahren, also die lehr- und arbeitsfähig sind, schrumpft. Wenn er jetzt nicht losschlägt, in einigen Jahren steht er noch deutlich schlechter da. Und China steht vor einem ähnlichen Szenario. In China wird nach UN-Prognosen in diesem Jahrhundert, also in den nächsten 80 Jahren, die Erwerbsbevölkerung sich halbieren. Also es ist ein dramatischer Abstieg, der diesen Ländern bevorsteht. Und sozusagen aus dieser reinen kalten Machtperspektive heißt es, sie müssen erst oder sie müssen jetzt losschlagen und jetzt expandieren, wenn sie sozusagen noch international was erreichen wollen damit, also nach ihrer Logik was erreichen wollen. Und weil sie werden später zu schwach sein. Und das heißt, Peak Power heißt, da sind sie im Moment, von jetzt an geht es abwärts. Und das ist das, was sie antreibt, jetzt sozusagen zu handeln. Es gibt ja eine Menge Analysten, die China genau das Gleiche vorhersagen. Deswegen auch da jetzt diese Zuspitzung in dem Konflikt um Taiwan. Also ich bin offen gestanden kein Russland-Kenner und auch kein Putin-Versteher.
Ich weiß nur oder ich ahne nur zu wissen, dass die letzten Jahrzehnte Russland als Ressourcen exportiert wurden, also Energie und andere Rohstoffe expandiert wurden, der Aufbau eines Sozialsystems vernachlässigt wurde. Und ich glaube, in China gibt es auch kaum ein Sozialsystem. Dort ist also die private Vermögensförderung im Vordergrund stehend, auch im Bereich der Immobilien, was in den letzten Monaten ja auch zu großen Problemen in China geführt hat. Ist denn Russland überhaupt machtwirtschaftlich oder wirtschaftlich in der Lage, so einen Krieg auf Dauer zu bestehen? Und wenn Sie sagen, die erwerbstätige Bevölkerung geht dort in starkem Maße zurück, sind ja nicht die Ältesten, die dort in den Krieg geschickt werden, sondern eher jüngere oder mittlere Generationen. Ich wundere mich, dass jetzt aufgrund der Teilmobilmachung, jedenfalls in westlichen Medien, die ich verfolge, davon gesprochen wird, dass da 50-Jährige oder so einberufen werden. Das ist doch eher, sagen wir mal, unüblich, dass so alte Menschen in Anführungsstrichen da in den Krieg ziehen und Schlachten gewinnen sollen. Also zu den Details der russischen Rekrutierungsmaßnahmen kann ich nichts sagen. Aber klar ist, dass Putin mit diesem Krieg und jetzt mit der Mobilmachung die Lage deutlich verschlechtert. Er zieht erstmal ja angekündigt 300.000 ja überwiegend Männer im arbeitsfähigen Alter aus dem Produktionsprozess sozusagen ab. Das ist eine große Lücke, die er da reißt. Und diese tja, Politik, wenn man das denn so nennen will, also dieser Überfall auf die Ukraine und die innenpolitischen Rückwirkungen in Russland führen natürlich dazu, dass viele Russen, und zwar insbesondere jüngere, gut ausgebildete, gerade Akademiker, Intellektuelle, das Land verlassen haben. Also und das, wir sehen ja jetzt die Bilder nochmal an den Grenzen, dass alle, die können, ganz offensichtlich das Land verlassen. Das heißt, er verschlimmert die demografische Entwicklung und die demografischen Perspektiven. Und das ist natürlich aus, sozusagen aus unserer Sicht, also aus westlicher Sicht, ist das alles andere als rational. Kommen wir zu China. Sie haben davon gesprochen, dass die erwerbstätige Bevölkerung in den nächsten Jahrzehnten dort sich halbieren wird. Bisher schien es mir so zu sein, dass die Kommunistische Partei dem Volk versprochen hat, wenn ihr euch fügt und mitmacht, dann werden wir dafür sorgen, dass es euch gut geht. Glauben Sie, dass der Produktivitätszuwachs in China so groß werden kann, dass der Wegfall der Hälfte der Bevölkerung, der erwerbstätigen Bevölkerung ausreicht, um alle in einem sozialen Wohlstand zu behalten? Schwer vorherzusagen, ne? Also, was wir in China im Moment erleben, ist ja die Spätfolge der Ein-Kind-Politik. Also, es gab ja überall in westlichen Ländern, aber auch in vielen Schwellen- und Entwicklungsländern, einen allmählichen Rückgang der Geburtenziffer, also der Geburten pro Frau. In China nicht, sondern in China wurde in den 70er Jahren, frühen 80er Jahren die Ein-Kind-Politik rigide durchgesetzt. Und das heißt, wir haben, oder China hat jetzt über Jahre eigentlich eine, oder über Jahrzehnte eine günstige Demografie gehabt. Also sie hatten einen relativ hohen Anteil an Menschen im erwerbsfähigen Alter, wenige Alte, wenige Junge. Das ist eigentlich, das sind ideale Bedingungen, damit eine Wirtschaft sich entwickeln kann, demografisch gesehen. Und das ist zum Teil der Hintergrund dessen, was wir in den letzten Jahrzehnten in China gesehen haben. Das kehrt sich jetzt aber um. Die Bevölkerung, jedenfalls im erwerbsfähigen Alter, schrumpft bereits in China. Und sie wird, wie Sie eben gesagt haben, in den nächsten Jahrzehnten sich ungefähr halbieren. Wird der Produktivitätsfortschritt entsprechend steigen? Es wäre sehr überraschend. Typischerweise sehen wir, dass der Produktivitätsfortschritt dann auch sinkt bei älteren Gesellschaften, wenn sie weniger Junge haben. Denn das typische Muster jedenfalls ist, dass die Jungen innovativ sind und die Jungen die Dinge ändern wollen. Darum geht es ja bei Produktivitätswachstum. Das sind auch die Unternehmer sozusagen, die dann oder die Wissenschaftler und die Künstler, die Gesellschaften nach vorne bringen, die Dinge einfach anders machen und dadurch Innovationen anstoßen. Wenn die weniger werden, ist jedenfalls die historische Erfahrung, dass es dann auch mit der Produktivität abwärts geht. Insbesondere ist es in einem rigiden System, und China ist ja in den letzten 10 Jahren unter Xi Jinping nochmal deutlich restriktiver geworden,
schwerlich möglich auf Dauer, um eine kreative Form des Wachstums zu generieren, die ja davon lebt, vom freien Austausch von Gedanken und Argumenten. Wenn Sie das nicht gewährleisten, wie wollen Sie dann sozusagen zu einer so stärker wissensgetriebenen, hochproduktiven Wirtschaft gelangen? China hat uns in den vergangenen Jahrzehnten immer wieder überrascht. Vielleicht gelingt Ihnen auch das, aber es wäre sehr überraschend. Lassen Sie uns einen Blick auf Afrika werfen. Afrika ist ein sehr junger Kontinent. Dort sind die Bevölkerungswachstumszahlen sehr hoch. Und es gibt Theorien, die sagen, ja, die Infrastruktur, das Bildungssystem wird damit Schritt halten und dadurch wird das Bevölkerungswachstum sich moderat weiter nach oben entwickeln. Es gibt andere Theorien, die sagen, das Bevölkerungswachstum ist so stark, dass damit eben die Infrastruktur und das Bildungssystem nicht Schritt halten können. Und das befeuert dann das Bevölkerungswachstum nochmal. Um das an einem Beispiel festzumachen, Nigeria hat, glaube ich, jetzt 350 Millionen Einwohner. Das positive Szenario geht davon aus, dass in den nächsten Jahren dort die Bevölkerung auf etwas über 600 Millionen ansteigen wird. Das in Anführungsstrichen negative, also das voraussetzend, dass die Infrastruktur und das Bildungssystem nicht Schritt halten, prognostiziert 850 Millionen Einwohner alleine in Nigeria. Was steht uns da bevor? Können wir das irgendwie positiv beeinflussen, was dort passiert? Schwierige Frage. Ich bin absolut kein Afrika-Experte. Sehen aber, dass Afrika in großen Teilen, und das ist eigentlich der letzte Kontinent, wo das so ist auf der Welt, in diesem malthusianischen Szenario steckt. Also dieses Szenario, dass die Bevölkerung so schnell wächst, dass die Wirtschaft und auch die Ernährungsgrundlagen ganz fundamental nicht entsprechend mitwachsen können. Das ist in Teilen Afrikas immer noch der Fall, während in weiten Teilen auch Asiens die Geburtenziffern mehr oder weniger von alleine, auch infolge des Wohlstands, infolge besserer Bildungsinfrastruktur und so weiter, zurückgegangen sind. Jetzt auch in Indien. Es ist ja Meldung der letzten Monate gewesen, dass Indien auch Geburtenziffern unter 2,1 jetzt hat. Also das heißt, das ist die Geburtenzahl pro Frau, damit eine Bevölkerung konstante Kopfzahl behält. Also das heißt, auch da ist es deutlich gedämpft. In Afrika ist eben genau das nicht der Fall. Und Sie haben eben diese Zahlen für Nigeria genannt. Die sind natürlich unvorstellbar. Also wenn man, vor allem wenn man sich vorstellt, dass Afrika insgesamt um 1950 200 Millionen Einwohner hatte oder so. Und das werden zur Mitte dieses Jahrhunderts 2,5 Milliarden sein, glaube ich. Und so geht es weiter. Das heißt, da wächst ein riesiges Konfliktpotenzial heran. Und das wird uns in Europa sehr beschäftigen in den nächsten Jahrzehnten. Was können wir tun? Die typische Antwort ist natürlich immer Entwicklung. Und Sie haben eben gesagt, Bildung, klar. Das heißt insbesondere Bildung von Frauen. Und Förderung von Frauen, damit sie sozusagen souverän sind und selbst über die Anzahl von Kindern entscheiden können, die sie gerne haben möchten. Da spielt sicherlich eine große Rolle, aber man muss sagen, dass doch Afrika in weiten Teilen die großen Erwartungen in den letzten paar Jahrzehnten nicht erfüllt hat. Also dass es zu einem schnelleren Rückgang der Geburtenziffern kommt. Also Oder? Migrationsströme von da sind, das sind Situationen, auf die wir uns einstellen müssen. In Europa, aber auch im Mittleren Osten und so weiter. Müller, ich komme auf meine allererste Frage wieder zurück. Wenn wir all das berücksichtigen, worüber wir in den letzten 14 Minuten gesprochen haben, dann ist mir noch weniger klar, warum in der Öffentlichkeit nicht mehr über Demografie gesprochen wird und warum unsere führenden Politiker das Thema demografischer Wandel nicht stärker in den Fokus der Öffentlichkeit rücken, weil sie haben sehr beeindruckend viele Entwicklungen auf der Welt in einen demografischen Kontext eben gestellt. Es ist wahr. Wir sind aber, das stimmt, und das ist für Medien tatsächlich, für den Journalismus insgesamt nicht ganz einfach, solche Entwicklungen vorzuzeichnen und nicht sozusagen über aktuelle Phänomene sozusagen nur zu berichten.
Das ist immer natürlich ein Stück weit spekulativ, weil tatsächlich können Entwicklungen auch relativ anders verlaufen als heute vorhergesagt. Worüber wir hier jetzt geredet haben, sind natürlich die mittleren Szenarien der UNO. Es kann auch günstiger kommen, in dem Sinne, dass die Geburtenziffern in vielen Ländern noch schneller zurückgehen. Auch das haben wir in der Vergangenheit erlebt. Nichtsdestotrotz ist es eben für den Journalismus schwierig, über Dinge zu reden, die noch nicht passieren, obwohl wir uns darauf einstellen müssen. Und das ist sozusagen auch was, was ich meinen Studierenden immer wieder versuche nahezubringen, sozusagen so mit einem Frühwarnsystem im Kopf auf die Nachrichtenlage und auf die Faktenlage zu gucken und entsprechende Lücken zu schließen. Müller, dann danke ich Ihnen für heute und hoffe, dass das mittlere Szenario eintritt und nicht alles ganz so schlimm wird, wie es möglicherweise auch kommen kann. Das mittlere Szenario reicht schon. Vielen Dank für heute. Vielen Dank Ihnen.